Ich übertreibe es manchmal, ja, bin ich ganz ehrlich drin, aber ein echter Borussen-Fan versteht das. Ja? ...1960 war das Pokalfinale in Düsseldorf gegen den Karlsruher SC, spielte Gladbach noch zweite Liga und sind dann deutscher Pokalsieger geworden. Und dann hat mein Vater mich im Alter von 11 Jahren mitgenommen. Aber es hat sich dann so eine richtige Liebe entwickelt. Meine Liebe zum Fußball sowieso, aber dann eben in Bundesliga. Es gibt ja in Deutschland nichts Größeres, sage ich mal. Walter Dorsch hat viele Hochs und Tiefs der Borussia miterlebt und mitgesammelt. In seiner Wohnung findet man so allerlei Fanartikel. Trikots, Plüschtiere und Poster. Für dieses Effenberg-Poster zum Beispiel habe ihm jemand 7000 Euro geboten. Käuflich ist hier aber nichts. Vor allem nicht diese Ordner. Darin sind Bilder und Unterschriften von allen Borussia-Spielern aus 56 Jahren. Früher noch auf Zeitungsausschnitten, lässt er heute digitale Ausdrucke signieren. Seine erste Unterschrift war niemand Geringeres als Günther. Aber nicht von Polen Günther, sondern von Günther Netzer. Man war so mächtig stolz. Ne? Er war schon fast eine Kultfigur am Anfang. Ne? Und nachher wurde er natürlich zum Gladbach-Superstar. Und bin nach wie vor noch ein sehr großer Fan von Günther Netzer. Seit 2 Jahren ist er Rentner. Mehr Zeit für seine Borussia. Das Wetter spielt keine große Rolle für ihn. Wenn das Training der Fohlen ansteht, ist Walter Dorsch vor dem Eingang des Trainingsplatzes zu sehen. Dann ist also praktisch meine Arbeitsmappe pro Training. Ja? Dann nehme ich die schon immer mit und dann lasse ich die dann hier signieren. Ne? So eine Signatur kann schon mal auf sich warten lassen. Jan, 2 Minuten. Hast du mich am Samstag? Scheiße. Junge, komm, ist okay. Aber gestern Abend war super. Ich muss rein, weil der wartet schon lange. Dann machen wir gleich. Ja. Ich habe schon hier im strömenden Regen gestanden. Wo würde ich einen sagen, der Typ ist bescheuert, konnte man über mich sagen. Aber Autogrammjagd ist schon manchmal anstrengend. Seine Frau Liane unterstützt ihn bei dieser Jagd. Seit 10 Jahren ist sie nun selber Fohlen-Fan, das war aber nicht immer so. Die Bundesligaspieler, das waren für mich so Unnahbare irgendwo, bis dass ich es halt kennengelernt habe. Ja, dann das eine oder andere Spiel mal mitgeguckt, häufiger mit zum Training. Ja, und irgendwann war ich mit Leib und Seele dabei. Welche Frau möchte im Schlafzimmer ungewaschene Fußballtrikots im Rahmen haben, ne? Ich meine, gut, wenn ich jetzt Fotos hätte von Bo Derek, wollte sie wahrscheinlich auch nicht, aber die toleriert das und ich finde das ganz toll. Und solange noch Platz in der Wohnung von beiden ist, wird Walter Dorsch weiter Autogramme jagen. Manchmal, so sagt er, übertreibt er es. Ein echter Borussen-Fan versteht das. Ja?